Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier bei Let's Multiplay. Heute stellen wir das Logitech Driving Force GT Lenkrad vor und wie man das Ganze in LS15 nutzen kann, erklärt uns heute der liebe und gute Showtech. Hallihallo. Ja, schon hallo. Und Hidan ist auch dabei, der ist nämlich auch ganz interessiert. Aber spricht gerade nicht mit uns. Egal. So, ja, Showtech und ich haben witzigerweise dasselbe Lenkrad, er hat es mir empfohlen. Und wir brauchen im Prinzip ein kleines Programm, und zwar nennt sich das Logitech Profiler. Und Showtech wird jetzt mal ein bisschen mir zumindest erklären und gleichzeitig auch euch, wie ich das hier einstelle. So. Ja, genau. Du hast ja bei Logitech Profiler die Spiel auswählen. Ja. Machen wir gleich ein neues Profil für ein neues Profil, ein Spielerprofil erstellen. Dann ja. Kannst du eingeben, was für Spiel. Dann musst du mein Lenkrad vibriert gerade ein bisschen. So ein bisschen nervig, okay. Ja. Ja, dann suchst du bei Durchsuchen, gehst du dann bei Steam rein, ne? In dem genau, Fall. Bei Steam, Apps und Common und suchst dann das Spiel dazu aus. Ja, habe ich in die Exe. Genau, die Exe-Datei. Ja, so, öffnen. So. Genau. Dann klicke ich auf OK. Ja. Dann hast du ja das neue Profil jetzt erstellt. Ja. Dann, wichtig, das ist sehr wichtig, musst du. Drunter hast du die Eigenschaften Lenkrad, Gaspedal, Bremse, linker, rechter Schalthebel. Ja. Da brauchst du einmal das Gaspedal. Ja. Machst dann auf, dann Achseneigenschaften. Genau. Dann steht ja Empfindlichkeit, Hochbereich, Reichweite, Achse, Umkehren, bla bla bla. Ja, ja. So, wir brauchen mal da für das Spiel, ganz wichtig, den Tobbereich. Der steht bei dir jetzt auf 0. Ja. Genau. Den musst du nämlich auf 50% stellen, weil im Spiel, wenn du das jetzt im Spiel schon einstellst, ohne das Profiler-Programm da, fährst du die ganze Zeit rückwärts oder vorwärts. Geil. Ja. Also okay. Musst du Tobbereich auf 50 einstellen und auf OK drücken. Okay, habe ich gedrückt, ja. Genau, dann können wir eigentlich schon zum Spiel kommen. Ja, das heißt, ich öffne jetzt einfach mal LS15, ne? Genau. Gut. Farming Simulator 2015 wird gestartet. Genau, warte. So, wir haben nochmal in den Logitech Profiler, gehen wir auch nochmal rein. Und der Showtech hat das gerade schon mal kurz angemerkt. Und zwar müssen wir in die globalen Geräteeinstellungen rein. Und wir haben hier die Option, oder müssen wir zumindest aktivieren, Zentrierfelder oder Zentrierfeder in Force Feedback Spielen aktivieren. Den Haken müssen wir reinnehmen und kombinierte Pedale melden. Die müssen wir auch aktivieren. Spieleinstellungen zulassen, dass das Spiel Einstellung ändert. Den haben wir jetzt deaktiviert. Das war's. Das waren, glaube ich, die wichtigen Punkte, Showtech, ne? Ja, genau. Richtig. Also die kombinierten Pedale melden. Dann haben wir auch in-game keine Probleme. Und genau, wichtig hatte Showtech gerade noch angemerkt, dass keine Taste auf dem Lenkrad doppelt belegt sein sollte. Ja, das war ja der wichtige Punkt, ne? Genau, weil sonst im Spiel drinnen, wenn du auf einen Knopf drückst, kann es das sein, dass dann zwei Funktionen auf einmal aufhörst, das was eigentlich gar Entschuldigung, das was du eigentlich gar nicht willst. Okay. So, ich bin schon da, wo bist du? Ich bin im Trecker. Ah, warte mal. Nimm mal die Kamera wechseln. Auf Viereck. Hab ich schon. Cool, jetzt fahre ich hier. Ja, und boah. Ist was anderes wie mit Controller oder Tastatur? Definitiv, ja. Oh. Ja, wunderbar. Wobei die Empfindlichkeit noch mich ein bisschen stört, weil die reagiert noch nicht zu 100% so, wie ich es gerne hätte. Also ich muss das Lenkrad erst... Also einmal. Ich habe zum Beispiel beim Profiler habe ich eingestellt 788 Grad. Ja, dann mache ich das auch nochmal bei mir, warte mal. 788 hast du gesagt, ne? Ja, genau.
Das habe ich zum Beispiel bei Eurotruck zum Beispiel eingestellt. Das ist klar. Aber da gibt es halt schon ein Tutorial. Ja, dann gucken wir uns mal an. Ja, liebe Zuschauer, 788 Grad, viel Lenkrad einstellen, danke Shotek fürs Konfigurieren. Wobei, ich kann jetzt einmal rausgehen, die Bremsen nochmal einstellen. Ne? Das hatten wir noch gesagt, oder? Die Handbrake meine ich fürs Drive Control. Ach so. Ich weiß nicht, wo das bei den Einstellungen ist. Ja, das gucken wir uns ja nochmal an. Ja, also Bremsen funktioniert ja auch so eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, Shotek, vielen Dank. Ne? Problem, immer wieder gerne. Sehr schön, das ist gut. Ich hoffe, ich kann auch andere helfen, die wo das Lenkrad haben und auch damit spielen wollen und immer so sagen, ach, warum geht denn das nicht, das spinnt und alles kaputt. Nervig. Ja. Ja, sehr schön. Ja, wenn euch das geholfen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da unten in den Kommentaren stehen, lasst ein Abo da und ja, alles wird gut. Danke, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.